Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Dead Space. Wir können jetzt endlich hier diesen ganzen Krankenflügel-Zeugs wieder verlassen. Alle Wege haben wir durch. Ich habe eben nochmal Shop ein bisschen Sachen gemacht. Ich habe gespeichert, damit es jetzt hier sofort weitergehen kann mit Dead Space. Und ich freue mich natürlich, dass ihr wieder dabei seid in der heutigen Episode. Vielen Dank an alle Unterstützer hier von Dead Space Projekt mit Kommentaren und Daumen. Dankeschön. So, evacuate this area immediately. Ja, ich mache mich schon auf den Weg. So, zurück zur Monorail-Station. Da war ja auch nochmal ein Shop und glaube ich auch, ne, da ist ja die Bahn schon. Hatte ich hier nicht gleich irgendwo mal eine Werkbank? Ich brauche da unbedingt eine neue Werkbank, weil ich habe 4 Knoten dabei. Und ich müsste mal schnellstmöglich Knoten ausgeben, damit ich auch alle mitnehmen kann, die ich finde. Okay, wir gehen zur Bahn. Wir können den Bereich hier wieder verlassen. Ein Kapitelabschnitt war es aber, glaube ich, noch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Egal, wir fahren mal zur nächsten Station. Kapitel 2 Intensivstation abgeschlossen. Noch schon Kapitel 2 fertig. Dann fahren wir jetzt Richtung Brücke. Wir haben hier die Codes vom Captain bekommen. Fortschritt speichern? Ja, mach mal. Da oben. Oder? Warte mal. 1 oder 2? 2, glaube ich. So. Jetzt geht es Kapitel 3, die Kurskorrektur. Damit wir nicht auf den Orbit knallen, müssen wir die Zugangscodes des Captains benutzen, damit wir auf der Brücke vollen Zugang haben und das Ding auch steuern können. Alter, wir haben zwei Probleme und die Uhr tickt. Erstens, die Treibstofftanks der Antriebe sind leer. Zweitens, die Schwerkraftzentrifuge ist offline. Was bedeutet, dass uns einige Trillionen Tonnen Gestein nach unten ziehen? Sie müssen die Zentrifuge wieder in Betrieb setzen, den Hauptantrieb mit Treibstoff versorgen und zünden, damit ich die Umlaufbahn des Schiffs stabilisieren kann. Jo, dankeschön. Die Funksprüche, die kommen immer so schnell rein, dass man sich davon teilweise auch schon ein bisschen erschrecken kann. Also ich nicht, weil ich erschrecke mich nie. Aber andere Leute vielleicht. So. Dass man die Scheiben nicht kaputt machen kann, ey. Voll schade. Hier in der Station erwartet mich kein Shop und keine Werkbank. Das ist ja voll doof, ey. Also, ihr habt ja sicherlich gesehen beim Anfang des Spiels, als wir hingeflogen sind zur Ishimura, dass sie unten noch so einen richtig schweren Gesteinsbrocken dran hat, weil sie die ja abbauen und dann wegtragen. Als Abbauschiff natürlich. Und der zieht uns runter in die Atmosphäre. Kontrollraum. Bitte beim Vorarbeiter melden. Ja, ja. Ist das der Typ? Da ist ein Fahrstuhl. Da muss ich noch nicht rein. Ich muss jetzt da durch. Okay. Wo ist der denn da? Ah, da geht's zur Zentrifuge. Da muss ich ja sowieso hin. Aber nicht jetzt. Erstmal andere Sachen machen. Kann ja nochmal nachlesen hier. So, das ist mein Inventar. 4 Knoten noch dabei. 2000 Geld. Da, 0 von 2. Maschinen wieder auftanken. Und danach die Zentrifuge aktivieren. Also muss ich da sowieso durch. Eigentlich wird man immer überall hingeführt. Überall, wo wichtig ist. Okay, die sind alle drin. Da haben wir einen Shop, ja. Warum stellt ihr mir keine Werkbank hier hin? Ohne Witz. Ist doch scheiße. Audiolog. Persönliches Logbuch des stellvertretenden Chief Engineer Jacob Temple. Es ist jetzt 2 Tage her, dass sie den Planeten aufgerissen haben, seit der Captain starb. Die Panik, die Aufstände, das war nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte. Unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, sie kamen alle wieder zurück. Verändert. Kamen, um uns zu töten, um uns zu holen. Heute Morgen verschwand Rucker und ich gehe davon aus, dass er tot ist. Meine Crew, alle fangen an durchzudrehen. Ich habe versucht, sie im Auge zu behalten, aber im Augenblick habe ich größere Probleme. Wir haben einen Treibstoffleck und der Primärantrieb hat schwer zu schuften. Denvers und ich werden versuchen, das Treibstoffdepot zu erreichen und das Leck zu reparieren. Temple out. Treibstoffleck habt ihr also auch noch gehabt, ey. Toll. Kurze Vorsichtsmaßnahmen. Ah, da krabbelt schon was.
Falls hier wieder so ein Umwandler-Typ kommt, habe ich keine Lust, dass der sich den schnappt. Kann ich mir nicht hier eine Erfrischung holen? Das wäre mal was. Da ich aber hier in einem neuen Gebiet bin, checke ich nochmal kurz den Shop aus. Ob hier schon wieder ein neuer Anzug-Update drin war. Level 3 oder so. Noch nicht, nee. Anzug Level 2 habe ich ja schon. Plasma-Energie, sonst hat er nichts Neues. Nee. So, Energieknoten kann ich mir auch nicht holen, weil 4 Stück ist Maximum. Man kann immer nur 4 Energieknoten mit sich rumtragen. Und ihr seht hier im Safe, wie viel Plasma-Munition ich hier schon eingelagert habe. Für schlechte Tage, wisst ihr. So. Da ist eine Werkbank. Na, Gott sei Dank, Mann. So, da rollt noch was. Ja, liegt da hier so, ne, offensichtlich hier rum. Ich bin nicht doof, mein Freund. Hey! Lass das! Bewegt er sich noch? Okay, das ist hier ganz schön rausgebrochen alles, ey. Okay, ich will nur zur Werkbank. Alles easy. Bäh. Haben wir da noch? Ein Textlock. Okay, keine Ahnung, was hier abgeht. Jemand sagte, das Schiff würde angegriffen, aber wer zum Henker sollte uns hier draußen angreifen? Erst stirbt der Captain und jetzt werden wir angegriffen? Cormac meinte, jemand vom Brückenpersonal hätte ihn getötet, aber das kann ich gar nicht glauben. Jetzt tobt hier das Chaos. Man kommt nicht mal mehr zur Brücke durch. Man kommt zu niemandem mehr durch. Alle fliehen, wollen nur noch weg von hier. Sollte mich ihnen vielleicht anschließen. Gute Idee. Aber er ist wohl auch nicht geschafft. Die, die weg wollten, die hatten den richtigen Impuls. Ich kann auch die Tür nehmen. Aber da hinten war ja auch noch ein Durchgang. Erstmal Energieknoten ausgeben. So, nehme ich noch den Plasma-Cutter? Ja, komm schon. Für die Kapazität hier, damit ich nicht so oft nachladen muss. So, machen wir noch einmal Schaden. Komm. Jetzt habe ich noch 2. Eigentlich kann ich noch einen ausgeben und den dann... Ja, nochmal Schaden, ey. Dann gibt es auch ordentlich Damage hier. Ja, komm. Beim nächsten Mal kümmere ich mich aber auch mal ein bisschen um andere Sachen. So um mein Rig zum Beispiel. Also um den Anzug an sich. Jetzt habe ich hier nämlich, guck mal, schon mal zweimal neue Schaden bekommen. Einmal wieder Kapazität. Beim nächsten Mal gehe ich hier runter und nehme hier noch die Kapazität, nimmt und hier den Schaden. Man arbeitet mich dann hier wieder durch. Muss man gucken. Kapazität ist immer ganz gut. Das Nachladen und das Tempo. Noch komme ich ja zurecht. Erstmal so, dass ich jedes Schadensupdate bekomme. Und jedes Kapazität-Ding. Da bin ich schon mal zufrieden. So, und dann hier das Rig noch ein bisschen Luft. Trefferpunkte. Trefferpunkte wär natürlich auch geil. Damit ich mich nicht so viel heilen muss. Okay. Gehe ich jetzt dadurch? Ich gehe nochmal zurück lieber. Damit ich da nichts verpasse. Und gehe hier rechts rein. Nein, das sind keine Typen. Das sind nur Anzüge. Ah, guck mal. Da liegt aber noch einiges rum. Achso, ich kann ja auch nachladen, oder? 14 Schuss, 2 Schuss mehr. Also 12 hatte ich vorher. Na gut, ich habe nur ein Kapazitätsupdate gemacht und 2 Schaden, ne? Audiolog. Was zum Henker ist hier los? Es ist Henderson. Er ist verrückt. Er zieht sich seine eigenen Zähne. Henderson, um Gottes Willen. Oh Gott, ist er tot?
Bleib locker, er lebt ja. Aber die Tür war ziemlich hart. Mann, warum hat er das gemacht? Ich verstehe das nicht. Er hat sich seine eigenen Zähne gezogen. Tja. Schema. Brennstoff für den Flammenwerfer. Naja. Nichts Wichtiges für mich. Hallo? Bleib ja liegen. Da krabbelt noch was, ey. Das ist auch super hier. Teamwork. Damit wir hier alle an einen Strang ziehen können. Aha. Hier waren wieder mehrere komische Wege, ey. Also warte, ich bin von da gekommen. Ich soll eigentlich... Ah, okay, ich kann hier auch lang. Was war mit dem anderen Weg da unten? Ne, da komme ich doch her, oder? Mal kurz zurückgehen. Ich glaube, das ist ein Weg, der so zum gleichen Ziel führt. Genau, eben war ich da oben. Führt aber auch dahin, ne? Ja, weil es hier wieder hochgeht. Okay. Aber hier ist noch ein Raum. Medipack. Das war's. Da hätte man auch mehr reinlegen können. Mehr Schaden, mein Freund. Update. Hat er nicht mit gerechnet. Okay, da ist eine Dingsbahn, die muss ich erstmal wieder hier ranziehen. Hinter mir. Muss ich ja nicht schon darüber jetzt? Nö, noch nicht. Erstmal schon mal Vorbereitung treffen. Was haben wir denn hier? Runterziehen. Warum? Funksequenz aktiviert. Okay. Tanksequenz aktiviert. Ah, guck mal an. Alles super beweglich. Stöpselst du jetzt ran, oder nicht? Nein? Soll ich es vielleicht wieder hochziehen? Nee. Tanken beendet. Ist schon fertig. Also wenn ich das nochmal mache? Kann ich gar nicht. Die Schleim! Die verbrauchst du am meisten Munition, ey, für diese kleinen Drecksviecher. Ach, jetzt muss ich gar nicht nach oben, ich soll wieder da runter. Jetzt muss ich wahrscheinlich darüber fahren, oder? Ich gehe mal kurz hier gucken, wo das Ganze hier noch hinführt. Lebenspunkte. War ich da schon? Ist das ein Fahrstuhl? Das sind, da geht's wieder zum Kontrollraum. Aha. Siehst du, da ist dieses Viech. Der hätte sich nämlich den geschnappt, ne? Jetzt hat er da drin nämlich keine Nahrung. Du Arsch. Das meine ich. Lieber jetzt alle Körper, die man so findet, zerlegen.
damit man da nicht zu Problemen kommt. Die kann man nämlich nicht wirklich zerteilen, diese blöden Drachenviecher. Impulsprojektile! Mein Inventar ist voll. Oh mein Gott. Was mache ich denn jetzt? Na, wir können das Schema hier wegsnacken. Lebenspunkte brauche ich nicht. Luftkanister habe ich auch noch dabei. Dann packen wir, wenn ich eh gerade schon mal hier an einem Shop bin. Ich muss gleich eh wieder zurück. In den Maschinenraum da. So, das Flammenwerfer-Dings. Nehme ich die mit. Das war ja nur der eine hier. So, Inventar. Medipack Mittel. Das lagere ich ein. Ich habe ja noch drei kleine dabei. Impulsprojektil verkaufe ich. Ein bisschen Energie hier auch nochmal einlagern, ey. So. Komm, drei kleine Medikits brauche ich auch nicht dabei. Zwei nehme ich mit. So. Okay, dann wieder zurück. Hier geht's halt schneller. Eigentlich hätte ich hier erst zurückgehen sollen, wenn ich unten hier beim Treibstoff ganz fertig gewesen wäre. Aber das wusste ich nicht mehr ganz genau. Ich glaube, ich war das jetzt hier darüber fahren? Ja. Der Tankmechanismus ist nämlich noch nicht fertig. Blöde Bahnen, ey. Okay. Ja, da oben. Hört sich an wie ein Magengeschwür. Alter, was ist hier los? So viele? Zwei weniger. Ah, nachladen. Ich hasse diese Viecher, ey. Besonders diese dunklen. Boah. Stasepack, dankeschön. Hab ich eh grad nötig. Wir hätten da hier noch schön viele Explosivkanister, ey. Aber naja. Jetzt bin ich schon durch. Ich hoffe, das waren alle, auch die von oben. Da können wir noch was looten. Da soll ich lang. Jetzt komm, nehmen wir mal hier schnell eins von den Stase-Dingern benutzen. Sogar ganz voll. Nice. Okay, ich will den Kasten da noch looten. Ich fühle mich hier noch nicht sicher. Audio Log. Wir hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Wir hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Halt die Klappe, Denvers. Klappe halten. Technisches Logbuch, Tampa. Jemand hat die Treibstoffleitungen zum Hauptantrieb gekauft und in dem Zug auch den Ventilen den Rest gegeben. Sie müssen repariert werden, bevor ich sie wieder öffnen kann, aber uns läuft die Zeit davon. Bei ausgeschaltetem Antrieb wird der Orbitverfall in weniger als 10 Stunden anfangen. Ich verstehe nur nicht, wer das tun könnte. Wenn es einer dieser Unitology-Bastarde ist, drehe ich ihm den Hals um. Henderson sagte, sie würden kommen. Wir hätten ihn nicht leben lassen dürfen. Halt den Rand, Denvers. Und hilf mir mit den Werkzeugen. Temple out. Ja. Vielleicht hättet ihr ihn nicht leben lassen sollen. Oh, Knoten.
2000, ey. Gut Geld dabei. Und das ist dann der Weg wieder. Ja, sauber. Da kommt Struktur ins System. Okay, hau halt ab. Kommst du vielleicht hier raus? Nein? Irgendwo kommt er bestimmt noch wieder raus. Will mich gleich wahrscheinlich von hinten angreifen. Okay. Impulsmunition. Was sind das für ein ekliger Raum hier? Oh Mann. So. Was haben wir da? Das Stasepack. Schon wieder. Gerade ist eins benutzt. Jetzt geht es auch langsam los, dass das Spiel ein bisschen dunkler wird als sonst. Ein paar Abschnitten jedenfalls. Der kommt immer noch nicht raus aus dem Schacht. Der macht Schicht. Schicht im Schacht macht er. Hallo? Ah. Ein Ripper-Schema. Der Ripper, das war, glaube ich, diese Sägeblattkanone, wenn ich mich recht erinnere. Die schießt Sägeblätter ab. Ah, hier können wir wieder was machen. Nein. Tanksequenz aktiviert. Ausreichend jetzt. Treibstoff, um Primärantrieb zu versorgen. Was immer Sie machen, es funktioniert, Isaac. Ich habe eine Treibstoffanzeige. Sie zeigt zwar nur ein Viertel an, aber es reicht, um wieder in den Orbit zu kommen, sobald Sie den Antrieb online haben. Verdammt, was? Was? Falscher Alarm. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Der tickt auch nicht mehr richtig, ey. Okay, jetzt ist das Ding verbunden. Man muss aber da drüben das Ding, dann wird der Bahn hier rüberfahren und dann hier das miteinander verbinden. Das ist auch kompliziert alles, ey. Meine Güte. Ja, normalerweise arbeiten hier auch ein paar mehr Leute, ne? Okay, dann werde ich hier den Speicherpunkt nochmal benutzen. Dann safen wir hier das Ganze und dann machen wir uns dann in der nächsten Folge auf den Rückweg, um hier wieder wegzukommen. Also Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr Spaß hattet heute bei der Folge. Wir haben getankt und dann ja, mal gucken, was wir in der nächsten Folge hier wieder erleben werden in Dead Space. Vielen Dank, macht's gut. Ciao.